Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Menschen im Saal und draußen im Stream. Ich möchte heute mit meiner Rede versuchen, ein optimistisches Bild zu zeichnen. Erst einmal, Bürgerbegehren passiert nicht alle Tage. Ja, über 25.000, 30.000 Leute haben unterschrieben, am Ende das Quorum sehr, sehr deutlich übersprungen. Über 20.000 Unterschriften, das ist mal eine Ansage. Und das zeigt doch, dass die Menschen in Dresden ein Interesse an Politik haben, dass sie ein Interesse an Mitwirken haben. Und ich finde das wirklich klasse und ich finde es sehr schön, dass Dresden Zero das geschafft hat. Zweiter Punkt. Wenn wir über den Klimawandel reden, dann kommen immer in den Diskussionen sehr viele Ängste. Auf der einen Seite natürlich sehr berechtigt, die Welt wird heißer, Klimazonen verschieben sich, Migration von Tieren, Pflanzen, Menschen, es wird zu heiß zum Bewohnen, Wassermangel und so weiter und so fort. Das sind alles immer Horrorszenarien. Das ist zwar wahr, aber hilft vielleicht einer Diskussion nicht. Auf der anderen Seite haben wir natürlich auch, wir haben es ja gerade wieder gehört, wird der Energie teurer, was ist mit den Arbeitsplätzen, oh Gott, darf ich da nicht mehr hinfahren und so weiter und so fort. Was aber ist, ich habe ja gesagt, ich will ein positives, optimistisches Bild von der Zukunft zeichnen, was aber ist, wenn wir, und der erste Redner hat es in seiner Rede ja auch ganz deutlich der industriegläubigen Menschen gesagt, was ist, wenn wir viel mehr Arbeitsplätze haben, weil wir plötzlich all die Häuser dämmen und überall PV drauf machen? Was ist, wenn die Energie viel billiger und günstiger und konstanter wird, weil wir sie regenerativ quasi umsonst von der Sonne erzeugen und hier speichern? Wir sind noch nicht so weit, wir könnten aber technisch heute schon so weit sein. Was ist, wenn wir einen ÖPNV haben, der einen mehr oder weniger von jedem Punkt zu jedem Punkt bringt, gerechter, also sozusagen die Teilhabe für alle möglichen Menschen, auch für Leute mit weniger Geld, besser gesichert? Was ist, wenn wir das haben? Ja, was ist, wenn die Wirtschaft nicht leidet, sondern wenn die Wirtschaft, die Dresdner Wirtschaft, stärker ist? Wenn sie mehr Steuern produziert, wenn wir mehr davon haben. Und genau das ist das, was wir erreichen können. Es gibt keine Alternative. Wenn wir die Transformation hin zu einer CO2-neutralen Lebensweise, einer CO2-neutralen Welt angehen. Und wir müssen es heute angehen, weil was wir heute bauen oder was wir gestern gebaut haben, steht ja meistens noch 10, 20, 30 Jahre rum. Das heißt, wir müssen heute das Ruder endgültig rumreißen. Dresden Zero hat einen sehr guten Punkt im Raum-Zeit-Kontinuum gefunden, um heute hier im Stadtrat eine Abstimmung herbeizuführen. Denn, Herr Engel hat es angedeutet, leider ist das Klimakonzept immer noch nicht fertig, obwohl es schon vor 2 Jahren und 11 Monaten in Auftrag gegeben wurde. Aber es wird in 23, so ist meine große Hoffnung, in 23 Gestalt annehmen. Und da ist es natürlich eminent wichtig, was wir dort als Zielvorgabe hineinschreiben. Deswegen bin ich sehr froh, dass wir das heute angehen. Und eine Sache noch, die müssen wir kurz klären, Herr Oberbürgermeister. Wir haben ja ein diffuses Ausschussvotum. Ich schlage vor, dass wir einfach die Ursprungsvorlage abstimmen, ehe wir jetzt beim einen dazu und beim anderen entgegenstimmen müssen. Ansonsten, wenn das irgendwie falsch ist, bitte ich um einen Hinweis. Also, Dresden Zero, sehr gute Arbeit gemacht und ich hoffe, das geht gut aus heute. Dankeschön.